Die Konzerte der Kreismusikschule zeichnen sich seit Jahren durch ein professionelles und abwechslungsreiches Programm aus. So war zu erwarten, dass das Festkonzert zum 70-jährigen Jubiläum ein musikalisches Highlight werden sollte. Viele Gäste waren am 8. Juni der Einladung in das Theater gefolgt. Unter ihnen waren nicht nur Eltern, Großeltern und Geschwister, sondern auch viele ehemalige und ehemalige Musikschullehrer. Den Auftakt gab das Akkordeonorchester im Takt mit der Queen's Park-Melodie im fast ausverkauften Saal. Kreismusikschulleiterin Peggy Bitterolf blickte in ihren Begrüßungsworten voller Stolz auf die vergangenen Jahrzehnte, die vielen Konzerte und Auftritte, die die Schülerinnen und Schüler über die Jahre absolvierten. Kein Konzert gleiche sich und so sei ein jedes ein erlebenswerter Genuss. Landrat André Schröder brachte, nicht weniger stolz, in seiner Festrede Zahlen und Fakten über die Musikschule zu Gehör. Heute ist die Kreismusikschule eine etablierte musikalische Bildungseinrichtung für Kinder, für Jugendliche und Erwachsene. Zudem zuverlässiger Partner für zahlreiche kulturelle Veranstaltungen hier in der Region. Seit 2009, ich erwähne es nur, zur Vervollständigung staatlich anerkannte Musikschule in Sachsen-Anhalt. Die Musikschularbeit ist vielschichtig. Im Zentrum stehen natürlich die Angebote in nahezu allen Instrumentenfächern, Gesang, Musiktheorie, Ensemble, Musizieren, Ballett, ja sogar Jazz-Tanz. Aktuell sage und schreibe 26 Unterrichtsstandorte im Landkreis, natürlich insbesondere in Sangerhausen, Eisleben, Hettstedt, aber auch anderen Orten wie zum Beispiel Kelbra. Aktuell übrigens haben wir 1500 Schülerinnen und Schüler und unterbreiten 2200 Unterrichtsangebote. Musikalische Ausbildung geht übrigens los mit dem Eltern-Kind-Kurs ab dem dritten Lebensmonat oder der musikalischen Früherziehung für 4- bis 6-Jährige. Auf der Bühne zeigte sich nun ein buntes musikalisches Programm. Die Musikschulband unter der Leitung von Thorsten Liebig startete mit dem Titel Power of Love, bevor die Ballettklasse unter der Leitung von David Gregorian von Schönangerer den Puppentanz aufführte. Gesang und Ballett schlossen sich das Streichensemble, ein Klarinettenensemble und das Blechbläserensemble an. The Wind That Shakes the Barley hieß es ganz traditionell von den Streichern. Mit Viva la Vida von Coldplay wurde es modern bei den Klarinetten und von Gerd Philipp eigens komponiert brachten die Blechbläser die Echo-Fanfare zu Gehör. Ungewohnte Töne brachte Juliana Rothermehl am Klavier hervor,
mit dem Titel Black Earth von Fasil Say. Das Festkonzert wurde zu einem großen Teil von Schülerinnen und Schülern gestaltet, die in diesem Jahr ihre Abschlusszeugnisse erhielten. Dabei gab es drei Stufen, wie Peggy Bitter-Olf mitteilte. Unterstufe, Blau, Mittelstufe, Rot und Oberstufe, ja so ein Goldgelb, also Gold. Ist auch ein Ausnahmeabschluss, das muss man sagen, denn wenn ich jetzt einfach mal erzähle, dass die meisten frühestens nach 4 Jahren meistens oft auch länger brauchen, um eine Unterstufe abzulegen. Das ist natürlich bei uns etwas unterschiedlich, weil unterschiedliche Altersgruppen starten und natürlich auch unterschiedliche Unterrichtsformen. Und das heißt, man darf auch etwas länger brauchen. 4 Jahre drauf, dann hat man die Mittelstufe, sofern es Talent, Neigung und das Fingerspitzengefühl zulassen. Und dann nochmal 2 Jahre für die Oberstufe. In Summe eigentlich in der Regel unterm Strich 10, ist aber nicht unbedingt immer. Es gibt auch Ausnahmen. Neben den Abschlusszeugnissen wurde auch der Karl-Christian-Agde-Musikschulpreis verliehen und die Preisträger des Wettbewerbs Jugend musiziert erhielten ihre Gratulation. Erstmalig in diesem Jahr wurde der Musikal vergeben. Diesen Preis in Form eines Mammuts erhielten kleine, herausragende Musikerinnen und Musiker, die bereits nach wenigen Monaten Musikschule ihr Können hervorragend präsentieren. Unter den anwesenden Gästen im Saal war auch Slava Feigin, Leiter des Jugendorchesters in Haifa, Israel. Mit dem dortigen Orchester hält die Musikschule seit über 20 Jahren engen Kontakt und Austausch. Ein Austausch unter den Dirigenten vor Ort war natürlich für Arne Böhland, dem Leiter des Blasorchesters, kein Problem. Ein Geschenk als Erinnerung gab es von den Gästen, bevor das Blasorchester stimmungsvoll das Ende der Veranstaltung einleitete.